nächsten Beispiel sollen wir eben eine lineare Optimierung grafisch und auch rechnerisch ermitteln. Hier geht es um einen Anzughersteller, der eben zwei Modelle im Sortiment hat. Wir sollen den maximalen Tagesgewinn ermitteln, der möglich ist, aufgrund dieser Angaben eben. Wir haben ein Modell A, für das brauchen wir 7 Quadratmeter Stoff, ein Modell B, für das brauchen wir 6 Quadratmeter Stoff. Insgesamt stehen uns 3000 Quadratmeter Stoff zur Verfügung, ist die Angabe vom Hersteller. Wir brauchen für das Modell A 4 Knöpfe, für das Modell B brauchen wir 8 Knöpfe und insgesamt haben wir eben 2400 Knöpfe pro Tag zur Verfügung. Des Weiteren wissen wir, dass wir 200 Gürtel am Tag geliefert bekommen, die wir aber ausschließlich für unser Modell B verwenden dürfen. Und der Gewinn hier ist eben 40 Euro für den Anzug A und 60 Euro für den Anzug B. Zunächst mal machen wir die grafische Lösung. Bei der grafischen Lösung wissen wir, wir müssen ein Ungleichungssystem aufstellen. Natürlich gelten auch hier die Nicht-Negativitätsbedingungen. Die Nicht-Negativitätsbedingungen besagen ja nur, dass x eben größer 0 sein muss und y ebenfalls größer gleich 0 sein muss. Ist auch logisch hier, weil ich kann ja nicht weniger wie 0 Anzüge herstellen. Was anderes besagt ja diese Nicht-Negativitätsbedingungen nicht. Gleichzeitig kann ich hier dann eben definieren, dass x eben a ist oder für die Anzüge a steht und y steht für die Anzüge b. Als nächste Grenze, ich habe jetzt eben Grenzen definiert schon auf meiner y-Achse und auf meiner x-Achse des Koordinatensystems, kann ich ja jetzt noch sagen, okay, auf der y-Achse, die ja für die Anzüge b steht, kann ich ja maximal 200 Anzüge herstellen am Tag, da ich dann lediglich 200 Gürtel zur Verfügung habe. Somit weiß ich, dass eben y auf jeden Fall kleiner 200 sein muss. Habe dadurch eben eine obere Grenze geschaffen für den Lösungsbereich. Und jetzt wäre es natürlich auch noch schön, hier eine Grenze für die Anzüge A zu ermitteln. Und somit muss ich irgendwas finden, was mir die Herstellung oder die Menge der Anzüge A eben beschränkt. Und da ist ganz eindeutig hier, dass ich ja maximal so viele Anzüge herstellen kann, wie ich Stoff zur Verfügung habe. Wenn ich nur Anzüge A produzieren würde und ich habe 3000 Quadratmeter Stoff zur Verfügung und 7 Quadratmeter für einen Anzug brauche ich, dann muss ich ja nur quasi die Gesamtstoffanzahl durch die Stoffanzahl für einen Anzug berechnen und erhalte dann eben, also wenn ich 3000 Quadratmeter durch 7 Quadratmeter berechne, erhalte ich eben einen Wert von 428,57 Anzüge, die ich herstellen könnte, wenn ich nur Anzüge A herstelle. Natürlich kann ich nicht einen halben Anzug herstellen, somit wäre die Grenze eben hier der Anzahl der Anzüge A mit 428 gegeben. Somit kann ich sagen, dass der X-Wert niemals größer sein darf als 428 oder eben X kleiner gleich 428. Jetzt habe ich mittlerweile 4 Grenzen. Zwei Grenzen davon habe ich ja schon mit Y und X aufgrund der Nicht-Negativitätsbedingung und kann jetzt die nächsten zwei Grenzen ebenfalls einzeichnen. Y ist 200, somit weiß ich aber auch schon, welche Skalierung ich nehmen muss. Und als Skalierung kannst du eigentlich frei wählen, was du nimmst. Prinzipiell geht es darum, die Skalierung auf der Y-Achse gleich zu machen wie auf der X-Achse. Und ich würde dann eben sagen, hier ist bei mir 100 und hier ist 200. Für dich ins Heft würde jetzt wahrscheinlich in Frage kommen, dass 100 Anzüge von mir aus 2 cm entsprechen oder 100 Anzüge sind 3 cm. Das bleibt dir überlassen. Du solltest nur die Skalierung auf der Y-Achse und auf der X-Achse ähnlich bzw. am besten gleich machen. Hier kann ich noch das 300 von mir aus einzeichnen. Ich habe noch Platz nach oben. Und da ich ja gesagt habe, die Grenze ist jetzt 200, brauche ich hier eigentlich nur diese Grenze einzeichnen. Da ja Y eben immer kleiner gleich 200 sein muss, wäre hier quasi die Grenze, maximal darf ich 200 herstellen. Als nächste Grenze habe ich dann eben gesagt, auf der x-Achse, x darf nicht größer werden wie 428, also kleiner gleich 428, somit auch hier wieder Skalierung 100, 200, 300, hier noch 400, das sind ungefähr die gleichen Abstände. Und wenn ich größer sein darf wie 428, das wird dann ungefähr hier sein, dann kann ich hier eben einen senkrechten Strich nach oben zeichnen und habe somit auch hier als Grenze das Ganze definiert und mein Lösungsbereich somit dargestellt. Der wird natürlich genau hier in diesen
Rechteck sein. Habe aber jetzt noch keine wirkliche Lösung für den maximalen Tagesgewinn. Ich brauche noch weitere Ungleichungen, muss mir jetzt aufgrund dieser Angaben eben überlegen. Ich weiß, ich brauche 7 Quadratmeter für A und 6 Quadratmeter für B und maximal habe ich 3000. Somit ist ja das auch eine Grenze. Maximal 3000. Ja, und was ist maximal 3000? 7 mal x, also 7 mal Anzüge, also 7 Quadratmeter pro Anzug plus 6 Quadratmeter pro Anzug B, also 7x plus 6y darf nicht mehr sein wie 3000. Kann das Ganze hier, da es ja implizit dargestellt, explizit darstellen. Es ergibt sich daraus eben eine lineare Ungleichung in expliziter Darstellung, wie wir kennen, von minus 7x durch 6 plus 500. Und kann diese Ungleichung natürlich dann zeichnen dementsprechend. 500 ist der Ordinatenabstand, den habe ich jetzt hier, habe ich nicht die Möglichkeit, der wäre hier oben, das einzuzeichnen, weil ich müsste ja daraus eben das, ja, könnten wir sogar probieren, in weiterer Folge, das heißt, dann wäre hier 400, hier oben eben 500 und aus diesem Punkt Ordinatenabstand 500, hier oben kann ich natürlich mit Hilfe der Steigung mein Steigungsdreieck zeichnen. Prinzipiell muss ich ja 7 Schritte nach unten gehen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte nach unten und dann eben 6 drüber nach rechts. Kannst du natürlich auch anders machen, es geht ja hier nur um ein Verhältnis und habe dann eben prinzipiell, wenn ich diese zwei Punkte hier verbinde, die passende Gerade dazu und diese Gerade hier schränkt mir jetzt meinen Lösungsbereich wieder ein, daher hier steht y kleiner gleich dieser Geraden, also alles was jetzt hier drunter ist in diesem Bereich zählt jetzt nur noch zur Lösung. Und als nächstes bräuchte ich dann jetzt noch eine Ungleichung, damit ich hier noch irgendwo mit einer zweiten Gerade einen Schnittpunkt zusammenbringe. Und da bietet sich ja die Anzahl der Knöpfe an, so wie wir es hier mit der Anzahl der Quadratmeter Stoff eben gemacht haben. Wir wissen ja, wir haben maximal 2400 Knöpfe zur Verfügung. Ergeben tut sich das Ganze ja eben aus 4 Knöpfe für Anzug A plus eben 8 Knöpfe für Anzug B. Auch hier wieder eine implizite Darstellung. Wir machen das Ganze explizit nach y eben und y soll ja dann kleiner gleich minus 4 x durch 8 plus 2400 sein. Hier natürlich 4 durch 8 können wir noch kürzen, ist dann natürlich genau minus x halbe. Somit, und hier eben durch 8 wäre dann eben 300. Somit erhalten wir natürlich für y, jetzt auch ein bisschen zu kompliziert gemacht, minus x halbe plus 300 als lineare Ungleichung. Wir können natürlich auch hier wieder eine lineare Gleichung oder beziehungsweise eine Gerade zeichnen. Wir wissen ja, hier ist der Ordinatenabstand und aus diesem Ordinatenabstand fügen oder zeichnen wir jetzt unser Steigungsdreieck ein, auch hier wieder 1 nach unten. Das heißt, ich kann sogar bis 200 hierher gehen, jetzt haben wir schon einen Punkt und eben dieses Verhältnis hier nach drüben, also ein Schritt nach unten und zwei rüber, ergibt mir eben hier mein Steigungsdreieck und auch diese zwei Punkte kann ich jetzt ganz einfach verbinden und erhalte eben hier den nächsten Bereich bzw. die nächste Gerade, der mir jetzt den Bereich der Lösung nochmal einschränkt und der Bereich der Lösung, also der Lösungsbereich, sitzt ja dann eigentlich genau, jetzt habe ich keine Farbe, doch da liegt sie, liegt er eigentlich genau hier drin. Und der Schnittpunkt dieser zwei Ungleichungen ist ja nichts anderes wie unser maximal, oder ist eigentlich genau dort, wo der maximale Tagesgewinn erzielt werden kann und das ist genau hier. Und diesen Punkt können wir jetzt aufgrund unseres wirklich maßstabsgetreuen Koordinatensystems ablesen. Wir befinden uns hier eindeutig bei 300 für die x-Werte, das heißt 300 Anzüge vom Modell A sollten wir herstellen und hier befinden wir uns dann eben, wenn wir das hierher verlängern, ja, ich würde sagen bei genau 150 Stück vom Modell B sollten wir eben herstellen, um einen maximalen Tagesgewinn zu erzielen. Natürlich können wir das Ganze auch rechnerisch noch beweisen, das Ganze, das zeige ich dir aber im nächsten Video.